So, meine lieben Himmelsrandfreunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren frischen, noch warmen Folge direkt aus dem wunderschönen, kalten, verschneiten Himmelsrand. Wir sind hier immer noch bei der Akademie und ich habe uns natürlich schon wieder was rausgesucht. Ich möchte gerne die Fraktionsquests ein bisschen vorantreiben und wir müssen noch Ostmarsch zurückerobern. So, das heißt, wir müssen hier hinten in das kaiserliche Militärlager. Wir werden jetzt eine Schnellreise zur Steinbachhöhle machen. Und dann werden wir uns von da aus mal dorthin begeben. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe die Questreihe schon vor vielen, vielen Jahren auf der PlayStation 3 mal irgendwann abgeschlossen. Aber das ist so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wann, wer, was, wie, wo. Also von daher, wir haben eine Höhle gefunden. Gucken wir uns das mal in Ruhe an. Und genießen die wunderschöne Landschaft. Und wir werden direkt begrüßt von einem Drachen. Aber da ist mir jetzt mal egal. Wo ist er? Ah, da hinten. Oh, alle rauf da. Gebt ihm keine Chance. Na, wo ist er? Der hat Angst vor uns. Gut, ich gehe mal weiter. Guten Tag. Habt ihr eine Meldung für mich? Ja, melde mich zum Dienst. Euer Ziel ist die feindliche Festung. Trefft euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Nun, Soldat, seid ihr der Aufgabe gewachsen? Jawohl, Ma'am. Die Festung ist so gut wie unser. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. Die Schlacht um Festung Amol. Nicht B-Moll, sondern Amol. Gut, wo ist das? Keine Ahnung. Okay, warte. Müssen wir hier einmal hier hoch. So. Okay. Oh, guck mal, hier ist noch die Festung. Das ist ja lustig. Waren wir auch noch nicht? Sehr schön. Wieder ein neuer Ort, den wir mitnehmen auf unserer Reise durch Himmelsrand. Ich mag das, neue Orte erkunden und so. Das bereitet mir immer sehr viel Spaß und Freude. Aber das geht euch wahrscheinlich auch so, denke ich mal. So, da drüben ist die Festung. Ich kann sie schon sehen. Hier aus dem rechten Augenwinkel. Aber wir müssen uns erst mit unseren Truppen treffen, die hier irgendwo schon in Stellung sind. Irgendwo hier vorne, glaube ich. Und wieso habe ich jetzt da noch was anderes offen? Warte mal, das muss ich mal eben wegmachen. So, das stört mich ein bisschen. Und hier wird schon fleißig gekämpft. Gegen. Ich kann euch nicht besiegen. Wer ist hier wer? Ah. Der Fluch deines Kaiserreichs. Ah ja, hier ein Sturmmäntel, ne? Jo. So. Hat er was Gutes? Nein. Hat er nicht. Der hat ein bisschen Gold. Nimm mal mit. So. Das Ding kenne ich auch noch nicht hier. Ah, so viele Orte. Ich freue mich. So, vielen Dank übrigens für die zahlreichen Kommentare wieder. Hat wirklich Spaß gemacht, die zu lesen. Ihr wisst ja, ich versuche immer relativ zeitnah zu antworten. So, hier. Und. Oh! Batz!
Komm her. Weg mit dir. Jo, feindliche Truppen besiegen. Bam. Zack. Aua. Aua, aua, aua. Ich werde hier beschossen, glaube ich. Bogenschützen. Mal gucken. Da. Komm her, du Sau. Die fallen um wie die Fliegen. Oh, da hinten ist auch noch einer. Komm mal her hier. Guck mal, 75% haben wir noch. Ich glaube, das wird eine kurze Schlacht. Ah, hier ist auch noch einer. Komm mal her. Zack. Bong. Und Attacke. Oh, die Hälfte haben wir jetzt. Sehr gut. Oh, da oben wieder. Rennen wir mal schnell hoch. Guck. Batz. Da hat er bestimmt nicht mit gerechnet. Da sind auch noch ein paar. Oh. Zack. Na. Bleib doch mal stehen. Hier haben wir den nächsten. 20%. Zack. Ah, hier, Bogenschützen. Ah. Aua. So. 0%. Oh, der Leichenhaufen hier. Das war wirklich eine kurze Schlacht. Das ging ja mal richtig schnell. Aber wir waren auch eine gute Truppe. Kann man ruhig mal so erwähnen. So. Haben wir das schon erledigt? So, was müssen wir denn jetzt machen? Müssen wir jetzt wieder zurück, oder... Ja, wir müssen wieder in das kaiserliche Militärlager. Und einmal Bericht erstatten bei Legat Ricke wahrscheinlich. So. Oder bei General Tullius, das kann auch sein. Gute Arbeit. Ich wusste, dass ich mich in euch nicht getäuscht habe. Ah ja, okay. Dankeschön. Wir nehmen die Stadt ein. Trefft euch mit den Soldaten, die sich zum Angriff sammeln. Oh. Bewegung. Oh, die Schlacht um Windhelm. Lasst ihr von General Tullius befehligen. Wir nehmen die Stadt ein. Trefft euch mit den Soldaten, die sich zum Angriff sammeln. Okay. Bewegung. Ja, schreib mir nicht an. Kayo, kannst du mal bitte mich rauslassen? Ah, da ist der Drache wieder. Bevor der nicht tot ist, wird sie nicht mehr mit mir sprechen, glaube ich. Was macht ihr denn da? Ah! Alte Sau. Wo ist er? Ruhe. Stahlkriegsaxt der Seelenschlingen. Ah, nee, brauchen wir nicht. Stirbt das Ziel innerhalb von 5 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Ja, das kennen wir schon.
Das ist mit dem Streitkolben von Monarch mal auch so. Wir nehmen die Stadt ein. Trefft euch mit den Soldaten, die sich zum Angriff sammeln. Bewegung! Jawoll! Jetzt ist es zwar tot, aber wo kam es eigentlich her? So, die Schlacht um Windhelm. Lass dir von General Tullius Befehle geben, alles klar. Dann Stelle von Windhelm. Und jetzt wird's ernst. Ulfric, zieh dich warm an. Wir kommen jetzt vorbei. Und klopfen mal an deiner Tür. Ich glaube, das wird ihm nicht gefallen. Aber gut. So. Mal eben kurz orientieren. Wo sind wir hier? Ah ja, genau. Ja. Oh, der Angriff ist schon in vollem Gange, so wie das aussieht. Guck mal. Na schön! Es ist Zeit, der Sturmmantel-Rebellion den letzten Schlag zu versetzen. Jawohl. Ihr habt alle tapfer gekämpft und viel dafür geopfert, damit wir es bis hierher geschafft haben. Ja, das stimmt. Ulfric glaubt, er kann sich hinter den Mauern seines Schlosses verstecken. Aber wir werden uns hineinkämpfen und ihn aus den Trümmern herausziehen, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Jawohl. Da dies der letzte Kampf der Sturmmäntel ist, werden sie bis zum letzten Atemzug kämpfen. Sie werden unerbittlich und gerissen sein. Aber sie sind euch Soldaten nicht gewachsen. Ihr seid die besten und mutigsten Krieger in Tamriel. Berufssoldaten, furchtlos und zerstörerisch. Der Kaiser wird die heutigen Ereignisse aufmerksam verfolgen. Wer sich hier positiv hervortut, wird großzügig belohnt werden. Alles bereit machen. Wir hinterher. Jawohl. Für das Kaiserreich. Für das Kaiserreich. Ahu. Jetzt geht's los. Und rein da. Attacke! Tod den Sturmmänteln! So. Wo ist er? Ah, die haben das verbarrikadiert hier. Sterb, elender Hund. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Oh, das macht Aua. Ah, ich glaube, wir müssen hier rechts rum, oder? Oh, sorry. Sorry. Ja, wir müssen hier lang. Und die Barrikaden zerstören. Ah. Bam. Kommt, Männer. Der Weg ist frei. Oh, da geht's nicht weiter. Okay. Dann gucken wir hier mal. Ja, hier ist die nächste Barrikade. Zack. Zack. War das einer von uns? Oh, sorry. Bisschen zurück. Mal eben gucken, habe ich Heiltränke? Nur zur Sicherheit. Nö.
Haben wir nicht. Gut. Dann. Wiederherstellung. Schnellheilung. So. Zack. Und weiter geht's. Pong. Kurzer Prozess hier. Wir haben keine Zeit. Wir essen zeitig. Yes. Oh, da haben wir den nächsten. Ah. Ich kümmere mich mal um die hier. Was? Oh, hinter dir! Hinter dir! Pass auf! Zack! Zack! Oh, weiter geht's. Hier oben. Bam. Wuhu. Und ihr wollt ein Krieger sein? Zack. Palast der Könige. Wir gehen rein. Das muss fetzen. Sichert die Tür. Bereits geschehen. So. Ulfric Sturmmantel. Ich werde mal speichern, ne? Ihr seid des Aufstandes, des Mordes an Bürgern des Kaiserreichs, der Ermordung von König Torek und des Hochverrats gegen das Kaiserreich für schuldig befunden. Es ist vorbei. Nicht, solange ich noch lebe. Trete zur Seite, Galmar. Wir sind hier, um Ulfrics Kapitulation entgegenzunehmen. Ich werde Himmelsrand niemals in die Hand eines korrupten und sterbenden Kaiserreiches legen. Himmelsrand gehört euch nicht, Ulfric. Richtig. Nein, aber ich gehöre ihm. Genug! Ihr seid Verräter und werdet auch wie Verräter sterben. Ergebt euch und werdet öffentlich wie er mich anguckt. Na? Oder tretet vor und werdet hier und jetzt durch meine Hand gerichtet. Das ist mir egal. Ich werde eure Köpfe so oder so nach Cyrodiil zurückschicken. Und? Worauf warten wir? Ja? Fasst euch kurz, ich habe viel zu tun. Möge Talos über euch wachen. Ich werde euch mit... für euch! Komm her, Ulfric. Stirb! Jo. Geil, mal Steinfaust muss auch dran glauben. Flong! Adrian nicht zu hintergehen. Nun, Ulfric, diesmal könnt ihr mir nicht entkommen. Habt ihr noch einen letzten Wunsch, bevor ich euch dorthin schicke, wohin Leute wie ihr hingeht, wenn ihr sterbt? Sovngarde. Richtig. Und? Überlasst diese Aufgabe dem Drachenblut. Daraus lässt sich ein besseres Lied dichten. Ich will die Sache über die Bühne bringen und keinen Schönheitspreis gewinnen. Okay. Hier, nehmt mein Schwert dafür. Ich habe es speziell für diesen Anlass geschliffen. Ebenerdschwert des Vampirs? Okay, warte mal, das muss ich mir mal eben angucken. Absorbiert für... Okay. Gut, dann machen wir das mal. Yeah! Ulfric, es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Talos sei mit euch. Was war das, Legat? Nichts. Ich verabschiede mich nur. Nun? Oh. Hohenwulf. Und ja, Legat. Ich habe Männer geschickt, die es war mir eine Ehre, euch an meiner Seite zu haben. Jawohl. Als Zeichen meiner Wertschätzung brauchen, wenn wir weitere Gewalt verhindern wollen. Die Armee wird für einige Zeit hier bleiben.
Ich gehe nicht davon aus, dass es hier zu weiteren Gewalttätigkeiten kommt. Jo, wird es jetzt Frieden geben? Die entschlossensten der restlichen Rebellen werden uns weiterhin zusetzen. Aber alles in allem wollen die Leute hier Frieden. Sehr gut. Worüber ich mir allerdings nicht so sicher bin, ist der Frieden, den wir mit den Talmor geschlossen haben. Aber das bleibt unter uns. In Ordnung? Ja, ja, na klar, kannst mir vertrauen. Kann ich sonst noch etwas für die Armee tun? Ulfric ist tot und seine Armee zerschlagen. Ich könnte von euch kaum mehr verlangen. Aber ich glaube, die Götter könnten mit euch noch andere Pläne haben. Aha. Allerdings sorgen noch immer Sturmmäntelanhänger von versteckten Militärlagern in den Bergen für Unruhe. Solltet ihr ihnen begegnen, tötet sie. Mit etwas Glück wird sie bald der Mut verlassen und sie kehren zu ihren Familien zurück. Wenn nicht, sind wir gezwungen, sie auszuräuchern. Alles klar. Alles klar. So, kehrt ihr jetzt nach Cyrodiil zurück? Nein. Ich schätze, Himmelsrand wird für viele Jahre mein Zuhause sein. Okay. Ich kann zwar nicht gerade sagen, dass ich mich an diese verdammte Kälte gewöhnt hätte oder diese Nord verstehe, aber ich respektiere sie. Die Rauheit Himmelsrands nagt an einem, bis nur noch das wahre Ich übrig bleibt. Alles klar. Ihr könnt weg. Dankeschön, mein Herr. Ulfric's Closes. Armschienen, Stiefel. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, war das mal ein voller Erfolg. Der Krieg ist vorbei. Ulfric gibt's nicht mehr. Die Stadt ist befreit. General Tullius ist zufrieden. Ich bin's auch. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal raus hier, denn das stinkt hier so ein bisschen. Die haben lange nicht gelüftet. Die Rebellion ist vorbei. So. Ulfric Sturmmantel ist tot. Ja, wie sie Dein sich freuen. Dein Kopf wird nach Cyrodiil geschickt, wo er in der Kaiserstadt eine Turmspitze der Stadtmauer schmücken wird. Dieser Tag soll eine letzte Warnung für diejenigen sein, die sich selbst immer noch Sturmmäntel nennen. Wir übergeben die Stadt Brunwulf Freiwinter, einem ehrenwerten und gesetzestreuen Mann. Viele von euch werden in Windhelm bleiben, um dem Jarl dabei zu helfen, die Ordnung wiederherzustellen und die letzten rebellischen Brandherde auszulöschen, die hier noch schwelen könnten. In Anerkennung eures beispielhaften Einsatzes verdopple ich euren Sold und die Entschädigungszahlen an die Witwen eurer gefallenen Kameraden. Ich bin stolz auf euch alle. Jawohl. Es lebe der Kaiser. Ruhm und Ehre seinen Soldaten. Es lebe der Kaiser. Ich hasse es, reden zu einem. War gar nicht so schlimm. Genau. Ich hoffe, wir haben nicht soeben einen Märtyrer erschaffen. Es wird garantiert Widerstand geben. In den Hügeln befinden sich zahlreiche Lager der Sturmmäntel. Sie werden zweifelsohne zuschlagen, wann immer und wo immer sie können. Aber wenn Ulfric sie nicht mehr aufstachelt, werden sie früher oder später aufhören und nach Hause zurückkehren. Ja, das wollen wir doch mal hoffen. Ich hoffe, ihr habt recht, Legat. In der Zwischenzeit werden wir sie weiterhin aufspüren und ausmerzen. Jo. Ohne euch hätten wir das nicht schaffen können. Das Kaiserreich rühmt sich eurer Erfolge. Kommt, Recke. Es gibt immer noch viel zu tun. Manchmal vermisse ich es, hier draußen mitten im Geschehen gut. zu sein. Gut. So, dann würde ich sagen... Der General erwartet so viel Erfolg mit so wenig Mitteln. Wir haben es geschafft, zweimal überlegen, bevor sie... Ja. So, jetzt will ich mal eben gucken, habe ich einen Zaubertrank, der Dings hier... Ja, Tragfähigkeit. So, dann können wir nämlich mal eben... Einmal Richtung, Wo ist es? Weißlauf. Einmal Richtung Weißlauf. Richtung Briesenheim. Denn, nach diesem anstrengenden Kampf haben wir uns ein bisschen Frieden verdient. Und wir werden jetzt in unser Briesenheim gehen.
und dann da die Folge beenden. So. Die stehen hier immer noch. Ihr braucht ist auch etwas? Lustig. Ihr braucht etwas? Aber gut. So. Nein, warum ich in dieses Brisenheim will, das hat einen Grund. Ich brauche nämlich für eine Quest, die ich in der nächsten Folge in den Angriff nehmen möchte, brauche ich einen Gegenstand, den ich irgendwann mal in unsere Kiste gepackt habe. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier rein, sodass wir dann in der nächsten Folge direkt von hier aus starten können. So, aber das soll es für den Moment erstmal gewesen sein. Wir setzen uns hier jetzt ans Feuer. So, essen ein bisschen Süppchen und dann geht das bald weiter. Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag und ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Also, bis dahin gibt es nicht mehr viel zu sagen. In diesem Sinne, tschö mit Ö.